Herzlich willkommen zu Furchtlöscher. Bist du dir manchmal unsicher, ob Gott dich wirklich bewahrt, ob Gott wirklich mit dir ist? Es gibt ein herausragendes Beispiel aus dem 4. Jahrhundert in der Kirchengeschichte. Das Römische Reich erlebte seinen Niedergang und es gab einen jungen Mann, sein Name war Patrick, er lebte in England. Kurz vor seinem 16. Geburtstag war er mit seiner Familie an der Küste Englands und an diesem Tag landete dort ein irisches Piratenschiff. Patrick wurde verschleppt und in Irland an den Druidenhäuptling Milush of Schlemisch als Sklave verkauft. Patrick musste dort 6 Jahre lang unter furchtbarsten Bedingungen leben. Er wurde an die äußerste Küste verbannt, um dort die Schafe zu hüten. Obwohl er in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen war, hatte er nie eine bewusste Entscheidung zur Christusnachfolge getroffen. Aber in der Sklaverei, da wurde er ein Christ und ein glühender Beter. Und als er anfing zu beten, begannen Wunder zu geschehen. Er betete. Und er erlebte, dass immer, wenn er im Gebet blieb, dann hielt ihn das Gebet, sprich die Gegenwart des Heiligen Geistes, warm. Und das bei unglaublichen Minustemperaturen. Er schrieb später, mehr und mehr erfüllt die Liebe zu Gott und die Furcht Gottes mein Herz. Und je mehr mein Glaube wächst, desto mehr wird der Heilige Geist in mir lebendig. Und ob im Schnee, im Regen oder im Frost, ich spüre kein Unwohlsein, sondern die göttliche Kraft versorgt mich, der Heilige Geist wärmt mich. Während andere Sklaven starben, blieb er stehen, weil ein unglaublicher göttlicher Schutz auf seinem Leben lag. Durch einen Traum wurde ihm gezeigt, wo ein Schiff lag und er konnte eine wundersame Flucht erleben. Er kehrte nach Hause zurück und niemand hatte auch nur einen Hauch dafür gegeben, dass er am Leben sein würde. Zu Hause schenkte Gott ihm einen Traum. Er sah einen Sklaven in Irland, der um Hilfe rief. Und er hörte die Worte, heiliger Bruder, komm zurück und hilf uns. Er verstand das als Reden Gottes und allen Warnungen zum Trotz, sich dem Zorn der dortigen Druiden, dieser Heiden auszusetzen, ging Patrick trotzdem. In Irland angekommen, begann er mutig von Christus als dem Herrn der ganzen Welt zu predigen, woraufhin ihn die Druiden herausforderten. Sie gaben ihm Gift zu trinken, doch es schadete ihm nicht. Als alle ihre Flüche bei ihm wirkungslos blieben, begann ein Druide, Flüche gegen Christus auszurufen. Patrick gebot ihm zu schweigen und bat Gott um sein Eingreifen. Doch der Druide hörte nicht auf. Plötzlich wurde er durch die Luft geschleudert, landete hart auf dem Boden und schlug mit dem Schädel auf einen Felsen und verstarb. Heilige Ehrfurcht packte diese Heidenpriester. Patrick entwickelte im Laufe seines Dienstes eine große Wirksamkeit. Überall wurden Klöster gebaut, Mönche wurden zugerüstet und die iroschottischen Mönche wurden zur größten Evangelisations- und Erweckungsbewegung der damaligen Zeit. Er entwickelte ein Gebet, Patricks Brustpanzer, so wurde er genannt, und bis heute sprechen ihn die iroschottischen Mönche an jedem Morgen. Dieses Gebet lautet: Christus mit mir, Christus in mir, Christus hinter mir, Christus vor mir. Christus neben mir, Christus macht mich siegreich. Christus tröstet mich und stellt mich wieder her. Christus unter mir, Christus über mir. Christus in der Stille, Christus in der Gefahr. Christus im Herzen aller, die mich lieben, Christus im Mund von Freunden und Fremden. Ich stelle mich unter den allmächtigen Namen der Dreieinigkeit, ewiger Vater, Geist und lebendiges Wort.
Gepriesen sei der Gott meiner Rettung. Heil ist alleine in Christus, meinem Herrn. Fürchte dich nicht. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.